Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Kettle im Kopf. Ich mache jetzt die Auswahl mit Mais laut Mission und da starten wir gleich mal im zweiten Gang im Tempomat. Dann geht er mit 12 km/h oder 15 sogar drüber. So muss es sein. Gas geben. Ja, Körnermais. Das soll wohl Dings werden, ne? Oder? Maissaat? Schon vergessen. Jedenfalls wird garantiert nachher mit dem Drescher geerntet. Aber das dauert noch ein bisschen. Wahrscheinlich auch nicht in der Mission. Hier geht es ja nur um die Aussaat. Hier redet immer von Vorgewände und Nachgewände oder was immer quatscht. Das tun wir hier nicht. Wir werden hier die längste Bahn anfangen. Und wenn genug gemacht wurde, ist es fertig. Ne? Und dann im besten Fall im Nachhinein nochmal nacharbeiten. Ja. Also die Ecken hier. Hier heißt es schnell, die Fläche zu schaffen. Also das entsprechend die Aufgabe schnell erledigen. Ne? Denn wenn links und rechts genug Platz ist, werden wir nicht vom Feld runter drauf bleiben. So, was steht links? Schöne Erklärung. Okay. Die Maisaussaat unterscheidet sich in den meisten Fällen vom Getreide. Maiskörner sind größer. Und die einzelne Pflanze braucht mehr Platz. Daher wird sie von einer Einzelkornmaschine in den Boden gelegt. Hier steht dazu, eine Lampen aus Zitrit zur Verfügung. Bei einigen Seemaschinen kannst du die Saat direkt Dünger ausbringen. Das nennt sich Unterfußdüngen. Dazu aber später mehr. Ja, dann wär's mal einmal erledigt, ne? So. Vorwärts, Junge. Das werde ich auch in Zukunft bevorzugen, eine Seemaschine, wo man auch leicht düngen kann. Ne? Denn ein Bauer hat ja auch nicht mehr Zeit, der muss ja ein bisschen die Arbeitszeit optimal einteilen. Das heißt, wir können ja nicht Zeit verstecken, wenn wir doppelte Arbeit gleichzeitig machen können. Ne? So. Seht ihr das? Also, bloß das Gras war vorhin kurz weg. Sind gleich wieder da. Ja, das wollte ich nicht machen. Noch kein Feierabend. Der mag nicht rückwärts fahren, du. Dann fahren wir vorwärts, ne? Dann habe ich Mist gebaut. Der Pferd rollt vorwärts, obwohl ich rückwärts Gas gebe. Er fährt den Gang nicht. Fahren wir seitlich ran, ne? Dann macht er wenigstens ein bisschen etwas besser wie vorher. So. Junge, ist das schwierige Geburt. Ja, die Maus. Schwieriger Fall. So. X. Ausklappen. Bremse. Handbremse rein. So. V runter. Nummer B.
Und gleich mal Tempomat reingehen. Zweimal. TT. Geht schon. Das oben der gelbe Balken muss voll werden, ne? Dann ist es fertig. Das möchte ich gerne heute noch erledigen. Die nächste Aufgabe abschließen, ne? Das sind rund dann 4 Folgen mit 30 Minuten. Das macht 120, 180 sind kalkuliert. So, hier geht schon wieder was los, hier mit Beschreibung. Wie soll das gehen? Arbeiten und Lesen geht nicht. Muss ich mal kurz Pause machen. Es gibt zwei Verwendungszwecke von Mais. Nur die Körner wie beim Getreide. Das ist dann Körnermais. Oder die ganze Pflanze, das ist der Silomais. Dafür gibt es unterschiedliche Sorten, verschiedene Erntemaschinen. Der Mähdrescher zum Beispiel Tucano erntet die Körner. Der Feldhexer zum Januar erntet die gesamte Pflanze und zerkleinert sie direkt. Ja, logisch. Ich meine, das ist gut erklärt, wenn man gar keine Ahnung hat, ne? Aber als erfahrene LR-Spieler, da haben wir schon richtig Erfahrung. Wir sind schon Profi. Zumindest theoretisch. Bisschen Ahnung habe ich ja auch noch, sondern von meinem allgemeinen Wissen von früher, Landwirtschaft und so, habe ich zwar nicht direkt ausgeübt, aber ich bin mit aufgewachsen, von daher weiß ich einiges. Nicht alles, bei Tieren schon vieles, aber wie gesagt, bei Pflanzen, da weiß ich nicht alles. Also da habe ich jetzt nur nebenbei so miterlebt, ne? Indirekt, aber Tierproduktion, da war ich mehr oder weniger oft dabei. Ob Kühe oder Schweine, da war ich öfter dabei. Schafe nicht. Da hatte ich mal gesehen, aber direkt Kontakt zu Schafen nicht gehabt. Aber halt Kühen und die Bullen. Die Bullen hätten mal gefüttert. Und Kühen habe ich auch mal gemolken oder so. Eine zeitintensive Arbeit, kann man sagen. Dann ist Feierabend, wenn alles fertig ist und nicht wann die Uhr klopft, zuschlägt, ne? Aber das ist ja bei den Tieren so, ne? Vielleicht wieder auf Spur schicken. Muss ja nicht so genau sein bei der Mission. Ich glaube nicht, dass ich das entscheidend hinterher nochmal so ernten muss. Ne? Wenn die Mission abgeschlossen ist, dann ist es wahrscheinlich auch erledigt. Und dann hat auch die KI alles 100% ausgesehen. Aber ich komme hier gut voran. Ist ja eine ganz andere Arbeitsbreite, ne? Obwohl das Feld ein bisschen größer ist. Ich muss sagen, geht auch zügig hier. Fahren wir um die schöne Birke rum. Und einmal eine Fräse holen, die Bäume absegeln hier. Dass sie dicht am Feld sind. Wird aber nicht funktionieren. So, TT und die richtige Richtung lenken, ne? Also wieder eine Schrift, neue Schreibung. Meist liegt gerne etwas tiefer. Warum? Wo ist das meist gerne? Das mag, ne? Aber gut. 4 bis 6 cm. Die Maisstärke, die Saatstärke berechnet sich dadurch, wie dicht die Pflanzen jetzt an der Reihe stehen sollen. Empfohlen sind 6 bis 12 Pflanzen pro Quadratmeter. Das ist schon eine große Differenz. Ne? Je frühreif eine Sorte ist, desto höher sollte die Bestandsdichte sein. Stehen Pflanzen dicht, verschenkst du Ertrag. Ja, und die Maschinen müssen es auch können. Ne? So, mal weg. Und TT.
Hauptsache so richtig gefällt, wollte ich mal. Gut, okay, wird angezeigt. Und wäre das äußerst blöd, in Anführungszeichen, ne? Wenn wir das verkehrte Feld gemacht hätten. Aber der Nachbar freut sich. Außer der will was anderes haben, ne? Aber einen geschenkten Gaul klappt man nicht ins Maul. Sagt man so schön, ne? Im Grunde kannst du dann froh sein, wenn er das nicht rausholen muss, ne? Beziehungsweise umflügen. Denn gut, man müsste das natürlich aufkeimen lassen, dann nachher wieder mal Gruppe, ne? Dann wird es auch gehen. Dann wäre es auch weg. Zumindest zum größten Teil. Wenn man es wieder weg haben möchte in der reellen Natur, ne? Hier wird man theoretisch nur Gruppen und dann gleich wieder neu aussehen. Die Schräge ist etwas ungünstig, ne? Er schiebt sie immer leicht nach links. Aber man denkt, man die Felder sind alle schön auf Ebene, nahe sind doch ein bisschen unterschiedlich von der Höhe her. Ich bin ja gespannt, was hier noch alles kommt. Jetzt können wir gleich die Ecke mitmachen vorne. Wieder um Baum herum, ne? So. PC. Also viel Verbrauch haben wir hier nicht hier gehabt, ne, bis jetzt, ne? Wir haben auch vielen Erden müssen, wahrscheinlich können wir auch noch einstellen, wie Pflanzen wir raus haben wollen. Da wird sicherlich auch noch einstellen sein, aber haben wir jetzt nicht getan. Was braucht die? Mais braucht eine Bodentemperatur von 5, 8 bis 10 Grad Celsius, um zu keimen. Daher muss man nicht darauf achten, dass es nicht zu früh mit der Aussaat beginnt. Denn teilweise kann noch. Also der Spätfrost, ist immer schlecht. Aber zum Keimen, wenn es schon warm genug ist, und das kann ja mal im März schon recht warm sein, dann kommt noch im Mai der Frost, dann soll man im März nicht aussehen. Ne? Aber da muss man schon achten, wann der Zeitpunkt günstig ist wegen den Spätfrosten. Ne? Und da ist die Bodentemperatur erstmal nebensächlich. Ich sag mal so. Da ist es von Region zu Region verschieden. Ne? Ich habe das so mal gelernt: der Mais kommt im Mai in die Erde, weil ab dann ist die Sonne hoch genug und dann sind auch die Frostgefahren eher geringer. Ne? Mitte Mai ist dann vorbei mit Frost. Das ist meine Beobachtung, dass sie nicht so früh aussehen. Also nutzt ihr die warme Temperatur im März, wenn es richtig warm ist. Ne? Kann ja mal passieren. Dann kommt der Rückschlag im April mit Frost, kalten Temperaturen, im Mai vielleicht nochmal Bodenfrost und wir haben eishaligen und dann haben wir ganz schlechte Karten, dann ist sie außer umsonst, genau wie Kartoffeln, da muss man auch warten, bis es die Temperatur passt. Gibt es heute einen guten Wetterbericht, wo man 10 Tage ungefähr vorhersagen kann, dass die Richtung stimmt. Ja, also darf man nicht auf die Goldwaage legen, weil 10 Tage ist auch ungenau, aber die Tendenz stimmt meistens. Gewisse Wetterlagen sind recht stabil und dauern halt länger an und dann kann man schon sagen, okay, ist denn halt so, ne? So, TT und geht schon.
Wir sehen, dass der gelbe Balken erfüllt sich langsam oben. Und dann ist es egal, ob wir Vorgewende machen oder nicht. Man kann ja später nachher, wenn man reell spielt, also richtig Karriere, den letzten Rest, den letzten Schliff ringsherum nochmal durchführen. Als Nachgewende kann man sagen, ne? So, der Tee. Immer noch Professor Farmstein, ne? Farm ist gut. Das ist ein englischer Begriff. Farm. Fällt mir gar nicht mal so ein, ob man jetzt hier dazu sagen würde. Vor allem sicherlich nicht. Meine Wirtschaft, oder was habe ich gesagt früher? Ich war immer stolz, ein einständiger Bauer zu sein. Oberschlesien, nee, Mittelschlesien hat er gesagt. Das war noch Deutsch. Und Oberschlesien war Polnisch. Hat er mir gesagt. Polen sind arm. Aber Schnaps haben sie immer gehabt. Aber das war ja früher so, ne? Extreme Zustände, kann man sagen, ne? So sieht's aus. Gelbe Balken füllt sich langsam. Naja, war früher nicht von der LPG begeistert. Aber hat auch seine Vorteile gehabt, ne? So konnten die Kinder zur Schule gehen und studieren. Als Bauer war das nicht möglich. Da muss man zu Hause helfen. Ja, die Gerätschaften, die es früher gab, also fürs Flügen und so, das war ja alles fürs Pferd ausgelegt, ne? Also ganz früher, da war es noch richtig extrem einfach. Traktoren und so hatten sie ja gar nicht. Das kam ja nach und nach aus LPG-Zeiten. So, darum. Denkt mal später, ach, hier ist der Händler. Muss ich mit den Maschinen aufpassen. Nehme meine. Junge. Sobald die Meldung kommt, bist fertig. Hab nicht mehr so viel. Ah, genau. Bringe zurück zum Händler, genau. X. Wie gesagt, da brauchen wir nicht weitermachen. Mission sagt hier fertig und zurück. Und der Händler ist vor der Haustür. Ja, und was machen wir jetzt? Saatgut? Das ist ja ein halbes Vermögen, hat mir Geld gekostet. Mal sehen, ob wir das gut rechnen. Wollte ausweichen. Respekt, Respekt. So, da sind wir wieder.
steigen wir auch wieder hier ab. Hier ist ein bisschen einfacher. Und hier müssen wir nicht so lange herumtanzen, ne? Was ich mir dort denn kommen? Ob wir fertig sind? Schauen wir gleich. Fahrer zurück zum Hof. Wie schön. Wir fahren zurück zum Hof. Wo geht das lang? Das machen wir auch noch fertig. Da habe ich gesagt, eine halbe Stunde ist gut. Dann weiß ich ja leider nicht, ob das jetzt hier. Ja, noch mehr kommt. Eigentlich ist man jetzt fertig. Ne? Die Ausfahrt ist erledigt. Dann machen wir mal fertig. Bisschen früher als gedacht. Ne? Sind ja schnell von der Spur. Ne? Na gut, wenn man so ein Theater machen will mit Vorgewände und Nachgewände, dann wird es noch nicht fertig. Ne? Aber hätte man ja machen können. Ne? Aber trotzdem. Wie gesagt, wenn ich in der Lenkrad funktionieren würde, würde ich sagen, okay, dann ist es ein bisschen einfacher, aber mit Tastatur tut mir schon die Hand weh. Der Hof. Naja, wenn wir alle Felder haben und der Methode, ja, Angestellte im Unternehmen, ne, dann wird es vielleicht gehen, ne, wenn wir sagen, okay, 7-8 Felder, gut, dann muss noch Geräte haben, ne. Jetzt ist 11:30, gut, dazu sagen, durch das rausschmeißen und rausfliegen aus dem Spiel, ist die Zeit nicht ganz so korrekt, kann man sagen. Kann man einschätzen, 1,5 Stunden, ja, da kommt das hin mit 90 Minuten. die Hälfte. Geschafft, bring die Maschine jetzt zurück zum Vordermann. Parke deinen Traktor und geh ins Haus. So, ich darf mal laufen. Wie schön. Was macht er jetzt? Sekunden 4. Oh ja, jetzt geht's weg. Ich dachte schon, jetzt haben wir Mist gebaut. Fahrer zum Getreidefeld. Oh. Begib dich zuerst in ein Getreide, wo gerade mit mal drin gedüngt wird. Achso. Das machen wir auch noch. Wo ist mein Traktor? Bist du verrückt? Das ist ja ziemlich weit, ne? Leute, das geht nicht. Das ist ja hier. Tja. Na ja, Leute. Das mache ich in der nächsten Folge. Dann sind wir da. Ich sag mal, tschüss. Ciao, ciao. Laufen wollen wir nicht mehr da. Mitnehmen. Der Traktor ist da. Den nehmen wir doch gleich Traktor, ne? Ich wäre beinahe zu Fuß gelaufen. Wir machen beide die Handschuhe voll. Das wäre so ein kleines Moped nicht schlecht, ne? So oder Motorrad, ne? Aber wie man sieht, jetzt haben wir jetzt den 7. Mai. Die Felder sind allgemein jetzt schon grün. Fleckig sind sie teilweise, wie man sieht, so hell und dunkel. Das deutet auf Düngermangel hin. Wir fahren mal zu unserem Getreidefeld. Wie gesagt, Mais würde ich nicht im April aussehen, ne? Mitte Mai so ungefähr. Kurz vor der Eisheiligen, wenn die Bodentemperatur passen würde. Was hier noch ein bisschen fehlt, ist im Grunde mehrere Fruchtsorten, aber gut. Straße links. Aber das wird sicherlich auch noch kommen, ne? Oder einen neuen Kettel im Kopf, ne? LS gab es ja auch mehrere Versionen, ne? Alle zwei Jahre.
da er jetzt offiziell fertig ist, naja, fertig in Anführungszeichen, ne? Aber Release, ne? Dann ist er eigentlich fertig. Wer dümmt denn da jetzt, ne? Gute Frage. Habe ich Angestellte und mehr Geld habe ich auch nicht. Jo. Wie gesagt, das schaffen wir noch so ein Getreidefeld. Hauptsache kommt nicht noch die Meldung, fahren wir noch so ein Maisfeld. Das kann auch passieren. Aber das machen wir in der nächsten Folge, zum Maisfeld fahren. Ja, das ist ja auch. Da stell dir vor, wir hingefahren. Und daher kommt die Meldung. Du musst düngen. Um mir den Traktor holen zu Fuß, ne? So kann man sehen. Wir sehen auch keinen. Doch, da ist einer. Wer ist da? Wer düngt da? Angestellte? Nur noch fehlt, wenn man den regen könnte, ne? Ah, mit Düngersteuer. Oder arbeit nicht, du. Also, hier siehst du, dass dein Getreide bestens mit Nährstoff versorgt wird. Der Lohnunternehmer bringt Mineraldünger mit Düngerstreuer Ajax von Rauch aus. Adliger. Aber den Rest machen wir nachher. Ach, der arbeitet schon. Machen wir dann nachher in der nächsten Folge. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, schönen Dank fürs Reinschauen, fleißige Liken, Like abonnieren. Dann sehen wir nächste, ja, die nächsten Folgen halt weiter. Ne? Das ist jetzt Montag und dann in 7 Folgen mache ich dann morgen die nächsten 6. Dann habe ich ein bisschen Vorlauf. Ach, guck an, den Streifen. Und die Ecken da, das ist original, ne? Ja, Glück gelaufen. Mit dem Mais wird genau gleich. Na gut. Egal. Tschüss.